Okay, Leute, wir können mit Uria einfach nicht aufhören. Ich wollte eben Game davor eben aufnehmen, aber es hat sich rausgestellt. Ich hatte Dark Harvest dabei und meine Lulu ist mit 5 AFK gegangen. Damit können wir nicht ganz so viel arbeiten. Aber Leute, jetzt passt auf, ihr Little Dipshits. Ich habe in der letzten Folge einen Fehler gemacht. Ich habe einen dicken Fehler gemacht. Erst habe ich Ghost mitgenommen. Zweitens hat einer in die Kommentare reingeschrieben, ey, Silfi, Digga, bist du behindert? Warum holst du dir überhaupt das Slow-Item? Dann habe ich so drüber nachgedacht, ey, warte mal, mit Talia hole ich mir eigentlich das Slow-Item, damit ich meine W leichter treffe. Mit Udia muss ich nichts treffen, ja. Das heißt also, rein technisch gesehen ist der Eggstage-GLP zwar ein very, very cooles Item, in der Theorie gibt es aber einige kleine Problemchen, ne? Unter anderem halt auch, dass da Cooldown-Action drauf ist, mit der ich nicht ganz so viel anfangen kann. Und dann hat ein anderer geschrieben, Digga, Bro, kauf dir doch Gunblade. Und ich dachte so, Digga, warum kaufe ich mir eigentlich kein Gunblade? Like, da ist ein extra saftig Damage drauf. Ja, wollen wir hier nicht unterschätzen. Mit den 180 Base Damage, die hier drauf. Oh. Mit den 180 Base Damage, die drauf sind. Aber warte mal, ich hätte bei den Wölfen anfangen sollen, nicht Idiot. Ich mach hier ein Fulltime-Clear. Full-Clear, geh nach Base und dann gucken wir eben einmal weiter. Weil ich will halt meine Boots so early wie möglich haben, dass ich direkt mit den Gegner prädatorisieren kann. So, ich frage mich, ob sich der Dingens dann nicht eher lohnt, wenn ich hier anfange. Ihr wisst schon, das eine Item da. Ah, der brennt aus, ne? Ja, der brennt aus, kann ich mir einen Hit hier sparen. Die Machete, ich glaube, sie müsste, wenn ich so anfange, 1000-mal schneller sein. Hier eine Sache auch noch. Wir müssen immer, bevor wir auf Phoenix wieder zurückwechseln, eine kleine Pause machen. So wie hier mit dem Ort-Tag. Dass ich dann direkt mit Phoenix drauf kriege. Because that's the main selling point of Phoenix, meine Freunde. So, komm her. Ja, hier zum Beispiel. Kurz den Ort lieber nicht machen. Und dann eben einmal ganz kurz warten. So, jetzt sehr cool. Wir haben direkt Boots, wir haben direkt Predator. Stell ich mal die Frage. Warte mal, actually skill eben einen Bär rein. Also ich will Bär eigentlich noch gar nicht haben. Aber für den Fall, dass Nidalee unten ist und ich es counter ganken. Ah, da ist sie sogar. Seid ihr doof? Ich gehe mal eben durch den Jungle durch, dass ich extra Mana immer bekomme. Ist hinter euch. You dead, son? You dead, son? Da kam der Phoenix Udia mit dem Bär. Die gank ich sowieso nicht. Like, she's fucking ungankable. Was soll ich machen? Sie bären oder was? Das Pike mal machen. Aber warte, wenn sie kommt, muss ich auch mit dazu kommen. Okay, alle sind fein. Mal sehen, mein Clear ist gerade ein klein wenig am Arsch. Aber das können wir eben wieder ausgleichen, actually. Ich kann ja gleich wieder unten ganken. Wenn sie wieder hochgehen, dort den Crap machen. So, wenn der Pike dann wieder unten ist, kann ich dort auch ein bisschen Hack-Mack machen. Oh, lol, greif an. Ich muss einmal kurz auf mein Mana aufpassen. Bro, auf wen gehen wir jetzt drauf? Ach, einfach auf beide. Okay, das passt. Fun Fact, Leute. Wusstet ihr, dass Udyr sich an Wards hochheilen kann? Okay, Yuguchi Bro, right?
Oh, die Fiora, die Smurf. Oh, cool, cool. Zack. Top Diff, Leute. Already. Es ist already Top und Jungle Diff. Okay, meine Boots sind auch bald eh wieder ready. Dann mache ich die beiden Camps. Lol. Es ist Team Diff. Er hat meinen ganzen Jungle geplündert? Doch nicht alles, oder? Okay, nicht die Wölfe. Okay, wir können direkt immer mal wieder runtergehen, actually. Naja, den Shapeshift spare ich mir auch. Moment mal, wir können wieder runter, actually. Like, ich hab Boots ready. Ich hab eigentlich alles Moves, wie technisch ready hier. Sind die jetzt echt so weit hinten? Hallo? Leute, die chillen so weit hinten, ich kann da gar nichts machen. Leute, meine Fiora smurft aber weiter ab. Oh Leute, es lebt ja noch gar nichts. Ah doch, da, zack. Der Struggle gegen Fiora zu fight, Leute, ich kenn's einfach. Hör mal eben ein Auge auf die Botlane. Denn die Nieder könnte da auch runtergehen. Immer Richtung Krab. So Krab. Bumm, Digga. Bumm. Hallo, ich habe noch Predator ready, sehe ich gerade. Ey, und nicht klauen, nicht klauen, nicht klauen. Ehrenmann. Komm her, zack. Zack, krass, Mann. Das fühlt sich echt an, als hätte ich ein Team. Wow, ich glaube, das hatte ich noch nie in einem Udia-Game. Also, oder in einem Jungle-Game. Warte mal, können wir das nicht auch noch eben mitnehmen? Dieser Drache ist so fucking weird auf Udyr. Und zwar senkt er meinen Global Cooldown zwischen meinen Fähigkeiten. Na, ihr seht ja immer, welche Fähigkeit aktiviere, habe ich so einen Global Cooldown auf alles. Und der wird jetzt bei Udyr gesenkt. Das ist sein Dingensdrache. Sein Cloud Dragon. Mega weird. Also für mich zumindest, ja. Ich bemerke die Power davon halt einfach null. Aber wir haben gleich unser Jungle einer fertig. Es gibt bestimmt welche, die fragen, ey Sylphie, warum willst du überhaupt versuchen, Udyr Viable zu machen? Warum tust du dir das an? Weiß ich nicht, es macht Fun, wenn ich... Es ist einfach mega doof. Like, that's it. Boah, die haten sich alle. Also mega doof im Sinne von, es sieht so bescheuert aus, dass ich es geil finde. Wir gehen direkt deren Bot herunterlaufen. Okay. Oh lol, das ist einer aus Tide. Spielen die ganze Zeit im Flex gegen die. Okay, Boys. Mein Flash is ready. Oh, oh. Oh, schade. Ja, wo ist die Enemy Bot? Wen soll ich ganken? Der Struggle des Dias, meine Freunde. Wenn er nichts zum Gonken findet. Like, oben brauche ich hier nicht zu ganken.
Ich glaube, ich mag es auch mal tatsächlich Schildkröte als zweitens. Okay, Leute, wir nehmen den Herald einfach mit. I don't know, man. I just give a fuck. Like, Topside ist meine starke Seite. Why the fuck not? Hallo, I'm Udi, I'm helping. Oh, lol. Bitte, sie hat ihn geparried. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber die Dingens hat legit mit 10 AP überlebt. So, warte mal, wie brechen wir damit eben die Map auf? Also, wenn Fioros nicht schon getan hätte. Nice, pass auf, Leute, jetzt ficken wir ihn. Bro, komm her. Don't make me angry. Get the fuck out of here, dude! Ich bin tot, aber es ist okay. Es ist worth it, Leute. Es ist worth it. Wir haben Dominanz gezeigt. Und jetzt pass auf. Gunblade it is. Gunblade it is. Like, imagine. Ich komme mit Mach 5 auf sie zu, Leute. Mit Mach 5. Ist überhaupt Mach 3 gerade das Höchste? I don't know. Ich komme damit auf jeden Fall auf sie zu. Gib ihr nicht nur Phoenix, sondern den Revolver auch nochmal gleich mit. Das Gamble auch nochmal gleich mit. Ich habe Sustain drinne. Hallo? Ma boy, das ist nicht nett von dir. Ich uwe ihn einfach. Damit er weiß, dass ich richtig disgusting Mensch bin. So. Oh, den hier will ich aber auch bearbeiten. Oh, denk, ich kann ihn one-shotten? Stimmt nicht, aber ist ja cool. Digga, er ist so astro getiltet. Daddy! Ey, oh boys, was geht? Okay, das war jetzt aber saftig. Ich habe so Mitleid mit ihm da oben. I mean, she is 4 levels ahead. It's like going with the bazooka into kindergarten. What the fuck? Okay, wow, warte mal. Die Schildkröte als zweiten zu maxen ist halt astro smart, ne? Warum habe ich das früher nicht gemacht? Warum habe ich früher nicht schon mit Predator gespielt, ich Idiot? Lol, die gönnen sich einfach deren ganze Base. Und die sind auch noch AFK-Gegangen. WTF. Ey Leute, warte, wann kann ich wieder streamen? Ich glaube am Dienstag, glaube ich. Leute, wir spielen am Dienstag den ganzen Tag fucking UDM Ranked. Ich habe mein Bild endlich gefunden.
Wir machen den Udi-Dienstag. Nichts anderes als Udia Schmu. Es sei denn, er ist. Ne, warte mal, niemand pickt oder bannt Udia. Niemand pickt oder bannt Udia. Ey, yo. Like, warum sollte jemand Udi picken oder bannen? Also ich bin aber nicht sehr gut darin, eine tankigere Ziele umzubringen. Hat auf jeden Fall. Der hat mir mega viel Damage. Leute, dafür, dass er 0-9 war, hat er mir mega viel Damage reingeknallt. Aber ich bin auch da, um kurz zu bursten. So, ab jetzt sollte ich aber auch generell ein bisschen. Oha, der Damage ist halt nicht mal bad. Okay, warte. Moment. Ich will kurz eben einmal jemanden berühren. Das hört sich jetzt komisch an. Fuck, ey, ich will hingehen. Ich will jemanden einmal kurz berühren. Ich will wissen, wie viel Damage das ist reinscheppert. Da ist jemand, den ich berühren dürfte. Oh, ist she dead? Ah, oh, she dead, scheiße. Ey, lass mich jemanden berühren! Like, der Damage mit Revolver war schon nicht bad. Zieh sie raus. Nein! Leute! Am Dienstag ist Udi Dienstag on Stream. Schaltet. Ich bin gerade echt traurig. Ich wollte jemanden einfach mal berühren. Ja. Auf jeden Fall, Leute, schaltet ein. Ich glaube wirklich, ich habe mein Udi-Bild gefunden. Damit wollen wir mal gucken, ob wir da mal ein bisschen Elo mal machen können. Und ja, Leute, ich bin noch erstmal weg. Tschö. Hau dir rein und bis zum nächsten Mal.